Glühende Kohlen hat jeder schon mal gesehen. Glühende Fische. Sind die glühend? Sind die heiß? Oder sind das kalte Fische? Wir sprechen heute mal darüber. Glühkohlenfische. Die Glühkohlenbarbe ist eine im südlichen Indien beheimatete Barbe. Ein kleiner, friedlicher Schwarmfisch, der meist am Bodengrund bis in mittleren Höhen schwimmt, den ganzen Grund absucht, an allem Nahrhaften interessiert ist. Das heißt, es ist egal, ob irgendein Wasserinsekt, ob womöglich eine Fischleiche oder irgendwas im Bodengrund an Abfallstoffen, ja, selbst Kot von größeren Tieren, zerwühlt er, frisst den auf. Das heißt, ein Fisch, der quasi alles verwertet, ist die Glühkohlenbarbe. Wir halten die hier im kleinen Schwarm und in so einem Schwarm sollte man die natürlich halten. Als Einzeltier ist er natürlich gar nicht geeignet. Einzeltiere sollte man sowieso gar nicht halten. Da gibt es so ganz, ganz wenige Lebewesen, die Einzelgänger sind. Aber eine Barbe ist immer ein geselliger Fisch und kommt auch erst zur Wirkung, wenn man den in einer Gruppe hält von 15, 20 Stück. Und wenn dieser Fisch dann erwachsener wird, wir haben natürlich in unserem Geschäft immer Jungtiere. Ich werde öfter gefragt, ja, zeig doch mal schöne, prächtig ausgefärbte Tiere. Nee, machen wir nicht oder nur in ganz großen Ausnahmefällen. Eigentlich zeigen wir die Fische so, wie man sie erwerben kann, so, wie man sie kriegt. Man muss da einfach Gefallen dran haben. Zurzeit sind die also noch nicht so farbenprächtig, wie sie mal werden. Dieser glühenden Kohleneffekt kommt dann erst, wenn die Tiere erwachsen sind, wenn die laichen, wenn die sich bahnen, dann glüht das Männchen richtig. Da ist also eine ganz tolle Augenweide. Wichtig an dem Aquarium wäre, nicht zu grell beleuchten oder viele Unterstände mit Schwimmpflanzen. Das hat also da so ein bisschen ein paar dunklere Ecken sind. Auch da laicht die also viel lieber, wenn so nach Möglichkeit. Eigentlich sollte man ja nicht das Aquarium so stehen haben, dass die Sonne reinscheint, um der Veralgung vorzubeugen. Kann man aber auch mit einer kleinen Lampe machen, die man immer morgens, ich sag mal so, von 6 Uhr anmacht bis 8 Uhr aus einer Ecke Richtung Aquarium leuchtet, also einen ganz normalen kleinen Punktstrahler, dass die Fische meinen, die Sonne geht auf. Und dann im Scheine der Sonne in der dunklen Ecke fangen die an zu bahnen, zu balzen. Das Männchen umtreibt das Weibchen. Das heißt, das sieht mehr aus, als wenn es sich von der Strömung treiben lässt. Aber da ist manchmal gar keine Strömung. Also der schwimmt so wie von der Strömung getrieben und treibt einfach so um das Weibchen und balzt darum. Und dann kommt es eben zur Paarung. Während der Paarung sind da Freileicher, lassen die einfach die Eier fallen im Wasser. Die sinken dann zu Boden und sind im Kies. Also im Gemeinschaftsaquarium züchten ist eigentlich fast nicht möglich. Aber in den Ableichvorgang kann man sehen, man muss auch nicht jeden Fisch selber züchten. Nur alleine das Paarungsverhalten, das Ableichen, das ist schon sehenswert. Das sollte man erleben, das sollte man genießen. Aber der Fisch als solcher. Eigentlich so ganz unscheinbar, wenn der noch nicht die Glühkohlenfarbe hat, sondern noch hell ist wie dieser. Muss ich so einen Fisch haben? Ja, ich meine ja. Man muss sehen, wie der sich entwickelt, wie der groß wird. Einfach die Faszination dieses Fisches in der Gruppe. Ein Schwarm, der fast immer relativ eng zusammen ist und im Wasser treibt. So als einfache Belebung im Hintergrund, auf dem Bodengrund am liebsten. Da ist er in Bewegung. Da macht der Spaß und oft hat man ja große Fische im Mittelwasser stehen und unten schwimmt fast gar nichts rum, außer vielleicht ein paar Wälse. Und das ist genau der Fisch, der das Aquarium an der richtigen Stelle belebt. Also Barben sollte man so klein wie möglich erwerben, so dass sie natürlich nicht von den anderen Fischen gefressen werden. Aber dass sich die Gruppe in dem Aquarium findet und als Gruppe zusammenbleibt, so eben ein richtiger Schwarm bildet. Denn es ist also viel, viel schöner als große Tiere, die schon womöglich einzeln oder in wenigen gehalten werden, die gar nicht mehr das Schwarmverhalten haben. Jungfische, wenn die auf die Welt kommen, leben im Schwarm. Das ist der Überlebensschutz, in einer Gruppe und sehr eng zusammenzuschwimmen, damit sich der Feind einen Einzelnen rausgreift. Und wenn diese Gruppe aber von klein auf zusammenbleibt und man hält die sofort als Jungfische zusammen, bleibt diese Gruppe im Allgemeinen bestehen und schwimmt also auch im Alter dann weiter so rum. Und wenn die dann eben ins Paarungsverhalten reinkommt, steht die Gruppe super gut zusammen. Jeder Fisch kennt den anderen, sind aufeinander abgestimmt. Der Schwarm verhält sich immer gleichmäßig. Das ist eigentlich die Augenweide an sich. Nicht das Individuum, der einzelne Fisch, sondern einfach die Gruppe.
Da muss man sehen, das ist nicht, als wenn man Skalar, einen großen Fadenfisch oder einen Diskus hält, wo man das Individuum sieht, sondern so eine Barbe ist einfach faszinierend durch diese bewegte Gruppe, die überall am Rumstöbern ist, überall was sucht, wo was Fressbares ist. Das macht einfach Spaß, das ist ein spannender Fisch. Also ich denke mal, so eine Barbe, es muss nicht die Glühkohlen sein, es gibt viele verschiedene schöne Barbenarten, aber so ein Schwarm Barben sollten auf alle Fälle in jedem Aquarium sein, die dürfen einfach nicht fehlen. Haltungscheck, die Glühkohlenbarbe. Ein kleiner, geselliger Fisch, 4 bis maximal 7 cm lang. Ähnlich alt wird er auch, 4 bis 7 Jahre, kann er also gerne werden. Lebt in der Natur, in Gewässern fast jeder Art. Also von einer stehenden kleinen Pfütze, wollte ich sagen, kleinen Tümpel, bis hin zum fließenden Gewässer. Da natürlich am liebsten im Uferbereich, in der Krautzone, wo er sich auch ganz schnell verstecken kann und ist eben von ganz unten bis Mittelwasser. In unserer Aquarien, die nicht so hoch ist, bewegt er sich natürlich von ganz unten bis ganz oben rauf. Die Wassertemperatur sollte so 22 bis 26 Grad sein. Der pH-Wert geht von 6 bis 7, leicht darüber, leicht darunter, funktioniert auch. Die Härte nach Möglichkeit unter 10, ansonsten langsam dran gewöhnen, dann verträgt er auch 12 und 15, besser ist aber natürlich unter 10. Er ist ein Allesfresser, das heißt also von Aufwuchs wie Algen bis natürlich viel lieber irgendwelche lebenden Insekten, aber frisst natürlich auch ganz normales Trockenfischfutter. Aber bitte nicht nur Trockenfutter und immer die gleiche Art, bisschen Abwechslung, ihr wollt ja auch nicht immer das gleiche essen. Nicht zu große Dosenfutter kaufen, hatte ich auch noch nie erwähnt. Kauft Dosen, wie man braucht, so für 1-2 Monate. Also ich kenne so ein paar Aquarianer, die erzählen mir, meine Fischfutterdose hat 3 Jahre gehalten. Ja, wer von euch ist denn 3 Jahre aus einer angebrochenen Verpackung? Ich glaube, niemand von euch, aber unseren Fischen muten wir das immer zu. Also bitte auch da frisch und nicht so uralte Waren. Der Fisch ist ein Schwarmfisch. Ist ein Freileicher, lässt die Eier einfach auf den Boden fallen. Paarungsverhalten ist super schön, super spannend, sollte man beobachten. Alles in allem, in meinen Augen, ein super interessanter Fisch. Also die Glühkohlenbarbe ist einfach nicht ein Fisch, den man überall und an jeder Ecke sieht. Ist schon ein bisschen speziell. Wir haben ihn natürlich regelmäßig im Programm, aber ist eigentlich einer der selteneren Aquarienbewohner. Aber warum nicht mal selten? Ist ja auch interessant, ist auch spannend. Ich hoffe, der Film war auch spannend für euch. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal im Geschäft und ihr kauft euch ein paar Glühkohlenfische. Wenn ihr mich seht, sagt einfach mal Bescheid. Und wenn wir uns nicht sehen, dann sehen wir uns ganz sicherlich nächste Tage beim nächsten Film. Wir sehen uns.